Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Portal 2, dem 10. Part, und deswegen beginnen wir den 10. Part mit einem Trinker. Besser. Nee, Spaß beiseite. Wir beginnen jetzt den 10. Part mit einem Fall in die Grube, weil Weasley uns da reingeschubst hat im letzten Part. Also los geht's. Der Sturz, Kapitel 6. Hallo, wo bist du? Wo bist du, Gladys? Ich sehe dich gar nicht. Super, wo bist du? Oh, da ist der Fahrstuhl. Aber wo ist Lennox? Da wir scheinbar nicht weiterkommen, das heißt, wir Ach, da. weiter. Mit entsetzlicher Geschwindigkeit. Aber da uns sonst nichts beschäftigt, hier einige Fakten. Super. Er ist kein gewöhnlicher Schwachkopf, sondern das Ergebnis der Arbeit der besten Denker einer ganzen Generation mit dem Ziel, den größten Schwachkopf aller Zeiten zu entwickeln. Das ist schlecht. Und du hast ihm eben die gesamte Anlage anvertraut. 3700, Alter. Nur für den Fall, dass dieses Loch doch nicht unendlich ist, könntest du vielleicht einen deiner Stiefel ausziehen und mich 4000. Du musst nur auf dem anderen Fuß landen. Nee, GLaDOS. Meine Stiefel sind dafür da, unglaubliche Höhen abzufangen. Und da schmeiß ich dich nicht rein. Uah, Holz! Uah, Holz, noch mehr Holz. Uah. Ich glaube, ich hab ein Brett vorm Kopf, Alter. Und der Kartoffel, die mit mir redet. Oh Gott, jetzt fangen schon an, Kartoffeln mit mir zu reden. Ja. Wir sind jetzt ca. 4000 Meter tief gefallen, was schlecht ist, und dadurch in die abgeriegelten Teile von Aperture Science gekommen. Was das genau bedeutet, erfahren wir in den nächsten paar Stunden. Obwohl, Stunden wird es, glaube ich, nicht dauern. Ich werde vielleicht innerhalb einer Stunde da durch sein, weil ich die ganzen Rätsel schon kenne. Aber egal. Wir sehen weiter, wie es weitergeht. Und da hängt ein Fahrstuhl. Seht ihr den? Und das ist ein Vogel! Wie war das vorhin, was der Turret gesagt hatte? Prometheus wurde in die Tiefen der Erden geschmissen und dann von einem Vogel gefressen? Kommt mir irgendwie bekannt vor. Und was hat es mit diesem Her Name is Carolyn auf sich? Naja, wir werden sehen, ne? Da oben hängt noch der Fahrstuhl. Das ist mir noch nie aufgefallen, dass der auch mitkommt, der Fahrstuhl. Und hier, seht euch mal die Feuereffekte an. Oh ja, die Raucheffekte sehen ganz gut aus. Das Feuer jetzt nicht so stark, aber allgemein das Licht, das sieht schon sehr gut aus. So. Das Wasser, finde ich, sieht auch sehr gut aus, nur dass es sich leider nicht mitbewegt. Ein bisschen schade. Ja, und jetzt sind wir in den abgeriegelten Bereichen von Aperture Science und müssen uns jetzt irgendwie wieder nach oben kämpfen. Jedenfalls wäre das das Sinnvollste, was man machen kann. Und wer zum Teufel baut eine Anlage, die 4000 Meter tief in den Erdkern reicht? Oder wer weiß, vielleicht ist das auch innerhalb eines Berges gebaut. Man weiß es ja nicht. Wie komme ich jetzt überhaupt hier raus? Ich habe es vergessen. Aber da steht irgendwas mit 09. Ach, da sieht man, da ist so eine Portalplatte. Wunderbar, dann kommen wir da weiter. So, das ist jetzt übrigens mein absoluter Lieblingsteil des Spiels. Ja, ich finde den jetzt einfach am besten, der Teil, der jetzt kommt. Der ist mir am sympathischsten im ganzen Spiel. Warum, das erfahren wir noch. Beziehungsweise, ich kann es euch ja sagen, wir erfahren ein bisschen was über die Geschichte von Aperture Science. Was das genau heißt, erfahren wir gleich. Was steht denn da? Auch noch 09, super. Seht euch mal diese fette Anlage hier an. Nee, das ist ja schlimm. Ich glaube, wir sind wirklich ganz unten gelandet. Also ganz unten am Arsch der Welt. Im wahrsten Sinne des Wortes. So. Da ist was zum Portal ranballern. Und da auch. Okay, machen wir weiter. So, wo sind wir denn jetzt? Irgendwo am Arsch der Welt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ach, wir gehen einfach weiter. So, überall. Trümmerteile, Wrackteile. Wirklich uralt, das hier Ganze, glaube ich, jetzt nochmal. Keep out. Okay, wir sollen hier auskeepen. Do not enten. Wir sollen hier keine Enten mit reinbringen. Und wir sollen, ja, keep out mitbringen. Ja, contained. Verifiated Order 1961. 1961, ein bisschen her, ne? Das waren noch Zeiten, 1961, da erinnere ich mich noch dran. 8 Jahre später wurde der erste Mann auf den Mond geschossen. Hey, ich komme nicht mehr hoch, scheiße. Joa. Was ist das hier? Condemned Testing Area. Also kontaminierte Testing Areale oder was? Hm, man weiß es nicht. Wie kamen wir jetzt da rein? Ach, da oben. Guck mal. Da geht's weiter. Ups, Portal. Ups, Portal. So, wir mussten irgendwo rein. Jetzt muss ich selber erstmal kurz überlegen. Wir wollten dahinter, müssen wir. Da wollen wir hin. Ach, wunderbar, hat funktioniert. Gut, Portal geschossen und dann sind wir... Scheiße, falsches Portal geschossen, ich Idiot. Ich will da rein. Ah, wieso treffe ich nichts? Ah, ich habe getroffen, okay. Welchen habe ich getroffen? Scheiße, habe ich jetzt einen blauen? Ich habe einen blauen geschossen, ne? Ah, jetzt sind wir richtig, guck mal, jetzt sind wir drin. Super, jetzt sind wir auf der anderen Seite dieser Tore und können weitergehen.
Und hier gibt es auch noch ein paar richtig schöne Secrets, die ich euch noch zeigen werde. Eins, zwei. Wenn ich es hinkriege. So, wir sollen immer noch keine Enten mitbringen. Wir sollen Kebab mitbringen. Kebab, lecker. Ich könnte jetzt auch einen Döner fressen. So, machen wir weiter. Läuft meine Uhr eigentlich? Das würde mich jetzt mal ganz kurz interessieren. Ich weiß gar nicht, doch habe ich angemacht. Okay. Ja. Wer weiß, was mit GLaDOS passiert ist. Die wird vermutlich von dem Vogel jetzt aufgefressen. Naja, egal. Aber wir dieses Kind, der uns jetzt dazwischen redet, und das ist schon mal schön. Jetzt kann ich endlich mal in Ruhe labern die nächsten paar Minuten. Oder die nächsten paar Parts. So. Wo sind wir hier? Ah, nee, E. E am Hebel ziehen. Okay. Jo, machen wir weiter. Oh, ein fettes Stargate. Ach nee, das ist ja Star Wars jetzt. Nee, Star Wars, Star Trek. Das war die Star Trek Melodie. Wie ging nochmal die Star Trek, die Stargate Melodie? Nein. Ah, ich hab's vergessen. Ist auch egal. So. Tür zu. So eine Scheiße. Was hat man hier? Abnehmend Hatch to Testing Shaft 07 Sense Blue. Ihr könnt das mir mal in die Kommentare schreiben, was das übersetzt heißt. Weil ihr könnt lesen, ihr könnt einfach beim Video auf Pause stellen. Ich nehme das gerade live auf und deswegen ist gerade schlecht auf Google zu gucken, was das übersetzt heißt. So, irgendwie muss ich jetzt hier durchkommen. Ja, okay, haben wir geschafft. So, Gefahr. Bla bla bla. Und hier haben wir einen Knopf. Oh, ich bin ja so gut im Knöpfe drücken, ne? 3, 2, 1. Bams. Okay. Verarscht. Wir müssen vermutlich darüber. Gucken wir mal. Ja, hier ist noch ein Knopf. Und die müssen bestimmt beide zeitgleich gedrückt werden, weil die Entwickler sind ja schlau. Die wollen uns ärgern. So. Gut, da kriegen wir hin. So, beide zeitgleich gedrückt. Und mal gucken, was jetzt passiert. Ein Licht, was leuchtet panisch. Und ein Ring, was sich dreht. Und... das wird... das geht off. Oh mein Gott. Damit hätte ich jetzt aber nicht gerechnet. Ne? Da hat bestimmt was ganz riesig Fettes dahinter. Ein riesig fetter Eingang oder so, ne? Ne, doch nicht. Verarscht wieder vom Spiel. Ist ja typisch, ey. Ach ja, beim ersten Mal habe ich wirklich abgefeiert an der Stelle, wisst ihr? Das erste Mal, du kommst dahin, machst diesen fette Tür auf und dann... wumms, kleine Tür. Totale Verarsche, ey. Das war so geil beim ersten Mal. Und ein Stuhl steht sogar noch hier. Vermutlich mal Wachmann gesessen, so wie bei Man in Black. Der sitzt ja auch immer da. So ein großes Stargate. Wie weit kommt man hoch? Okay, weiter komme ich nicht hoch. Schade. Na gut, dann machen wir weiter. Tür öffnen. So, und das ist eine Ladezone, ne? Ja, Ladezone. Super, jetzt haben wir also ein riesig fettes Tor geöffnet und kommen jetzt vermutlich in irgendwelche Testbereiche, die von vor 1961 sind. Und der Ladebalken hat sich wieder geändert. Jetzt sieht man Bilder. Ich finde es auch schön, dass hier regelmäßig der Ladescreen wechselt. Das wechselt das Spiel noch so ein bisschen, also das macht das Spiel noch so ein bisschen schöner. So, zurück können wir nicht mehr. Scheiße. Dann gehen wir weiter. So, was haben wir hier so? Gefahr, nicht schwimmen gehen. Was passiert, wenn ich schwimmen gehe? Obwohl, in die Plurre, da will ich gar nicht schwimmen gehen. Die ist so braun. Bestimmt ein Haufen Eisenoxide, so ein Scheiß drinnen. So, na dann, machen wir mal weiter. Das ist eine ziemlich große Anlage. Oh, alles wackelt. Eine ziemlich große Anlage und alles wackelt. Da hinten sieht man ein Aperture-Logo. Ziemlich kaputt das Ganze. Da fällt sogar noch was runter. Hier ist echt alles im Arsch. Alles ist hier im Arsch, ey. Ist schlimm. Ist schlimm. Und die Mucke gerade ist geil. Die werdet ihr nicht ganz so hören, weil die ist relativ leise. Und ich kann euch wirklich empfehlen, ladet euch mal den Soundtrack von Portal runter. Der ist kostenlos. Gibt's auf syncwithportals.com. Wirklich meine Empfehlung. Der ist richtig guter Soundtrack. Ja, und da hinten ist noch ein altes Aperture Science Logo. Da steht 1952. Das heißt, diese Bereiche hier sind wohl von 1952. Tja, Aperture scheint alles zu archivieren. Sehe ich so, ne? Die archivieren selbst ihre alten Anlagen. Aber ist ja in Ordnung. So, hier ist noch ein Schalter. Und ich glaube, hier gab es jetzt noch keine weiteren Secrets, aber jetzt kommen wir im Prinzip. Entranceway, Automatic Doors, Lobby Testing Lunch. Aha. Ach, guck mal, jetzt kommen wir in die Lobby für die Testinganlage. Willkommen, meine Herren, bei Aperture Science. Astronauten, Kriegshelden, Olympiasieger. Wir wollen nur die Besten und darum sagen wir hier. Also, wer stellt sich der Boss? Ich. Aber ja. Carolyn? Ha, ihr habt euch auf der Party erst schon kennengelernt. Erlaubt, dass ich mich kurz vorstelle. Ich bin Kate. Hey, Kate. Mir gehört die Firma. Die nette Stimme von vorhin gehört Carolyn. Carolyn?
Sie hat euer Honorar bereits an eine gemeinnützige Organisation eurer Wahl überwiesen. Stimmt doch, Carolyn? Ja, Sir, Mr. Johnson. Sie ist das Rückgrat dieser Firma und wird schon rein, aber leider schon vergeben. Sie gehört. Scheiße! So ein Dreck. Oh, oh, scheiße. War ein bisschen schnell jetzt. Dann müssen wir ein bisschen langsamer durch. Ja, da ist Carolyn. Keine Ahnung, wer das ist, aber es ist Carolyn. Sie heißt halt so, ne? Komm ich hier durch? Nicht mal mit Sneaken komme ich hier durch. Ja, oh, da ist ja was runtergefallen. Seht mal hier. Aperture Science in Inventory Nations. Keine Ahnung. So, hier gab es, glaube ich, noch kein Secret. Ich muss jetzt echt mal Ausschau halten, ein bisschen nach Secrets. Soweit ich mich erinnere, musste ich da das Portal setzen. Wir werden das jetzt auch relativ schnell abhaken. Also, den Anfang hier. Dann werde ich mich jetzt nicht lange aufhalten. Ja, wunderbar. Durchs Aperture Science Logo, auf geht's zur Tür. Los geht's. Und Cave Johnson ist der Entwickler von Aperture Science. Ich habe Tests durchgeführt. Die kann ich nicht alle persönlich beaufsichtigen. Darum habe ich diese Nachrichten aufgenommen. Damit kann ich auf alle Fragen und Zwischenfälle reagieren, die bei diesem Forschungsabenteuer auftauchen könnten. Dein Testprogramm hängt von deiner Fähigkeit, der Welt deinen Willen aufzuzeigen. Das kann ich. Die heute das Rückstoßgel für uns testen, folgen bitte der blauen Linie auf dem Boden. Für alle, die sich zur Injektion von Gottesanbeterin DNA gemeldet haben, gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Schlecht, der Test wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Gut, wir haben etwas viel Besseres. Du kämpfst gegen eine Armee von Gottesanbeterinnen. Nimm eine Waffe und folge der gelben Linie. Du merkst von selbst, wenn der Test losgeht. Ich sehe hier weder blaue noch gelbe Linien, Alter. Aber ich bin mehr der Meinung, dass ich zur blauen Linie will. Und hier ist schön diese 50er Jahre Ausstattung, das sieht schon schick aus. Ne? Erinnert mich so ein bisschen an Rapture aus Bioshock. Oh Gott, das habe ich jetzt mir kurz die Stadt nicht eingefallen. Wirklich, das ist richtig schöne 50er Jahre Feeling hier. Hier sieht man den Cave Johnson. Hier sind ein paar Zeitungsartikel. Local Enter, also lokaler Typ, kauft alte Salzmine. Ach so, richtig. Aperture Science lag ja in einer Salzmine, richtig. Cave Johnson bringt Industrie nach Michigan. Und das ist doch schön. Jetzt wissen wir auch, wo Aperture Science liegt, in Michigan. Also in den USA. The future is here, and it's under the Earth's crust. Also die Zukunft liegt unter der Erde. Ja. Also das scheint auch ein ziemlich wichtiger Typ zu sein in dieser damaligen Zeit. Und finde ich ganz schön, dass hier so ein bisschen die Geschichte erzählt wird. Das haben leider auch viele relativ übersehen beim Spiel. Hier Top 100, der spielt super in Investoren und sowas. Science Company Potatoes, was? Spirit of Idaho. National Potato Board for Promotion of a Potato Science. Okay, lol. Das ist mir auch noch nicht aufgefallen, dass es hier auch sowas gibt. Okay, machen wir weiter. Wir wollen uns hier nicht so lange aufhalten, aber wir wissen jetzt wenigstens, wo wir sind. Wir sind in den USA, in Michigan, in einer Salzmine. Ja, los geht's. Und, ja, wir sind wieder draußen. Wir sind da vorhin durch die Tür rein. Jetzt sind wir immer drumherum und jetzt sind wir wieder hier. Und wir fahren jetzt aber mal mit dem Fahrstuhl hoch. Weil wir es können, verdammt. Ich kann Knöpfe drücken, das ist das eins. Also ich kann springen und Knöpfe drücken. Das kann ich. Ach ja, und? Sneaken. Yeah, ich kann runtergehen. Obwohl die Fähigkeit bringt, glaube ich, gar nichts mehr. In Portal 2 gab es ja so einen Bug, dass wenn man gesprungen ist und gleichzeitig geduckt hat, ist man weiter gesprungen. Damit konnte man einige Glitches machen im Spiel. Ah, ich glaube, in Portal 2 haben sie das komplett rausgenommen. Was sie drinnen gelassen hatten, war ja diesen Bug, den hat man in einem späteren Part auch schon mal, in einem früheren Part vorhin gesehen. Und zwar, wenn man zwei Portale nebeneinander schießt, dass dann das durch die Wände geht. Portal Freaks werden jetzt wissen, was ich meine. So, mal gucken. Hier sollten wir nicht runterspringen. Ach, guck mal, da drüben geht's weiter. Und da gibt es jetzt schon ein Easter Egg zu sehen, beziehungsweise kein Easter Egg, sondern den Erfolg, den ich noch sammeln will, und den sammeln wir jetzt mal. Und zwar kann man hier diese Türen anquatschen. Wenn du dich schneidest und dir auffällt, dass jetzt Benzin in deinen Adern fließt, ist das völlig normal. Wir haben dich einem unsichtbaren Laser ausgesetzt, der Blut in Benzin umwandelt. Es bedeutet also nur, dass der Laser... Und zwar, wenn wir hier alle Türen anquatschen, kriegen wir einen Erfolg. Und ich werde mal gucken, ob ich den einsammeln kann. Wenn du nach dem nächsten Test zur Toilette musst, sag einem Mitarbeiter Bescheid. Denn höchstwahrscheinlich wirst du in irgendeiner Form Cola ausscheiden. Das ist nur ein vorübergehender Effekt. Wenn er aber länger als eine Woche anhält, besteht Grund zur Sorge. In dem Fall benachrichtige uns bitte umgehend. Für die Dauer des nächsten Tests richten wir eine Supraleiter mit voller Kraft auf dich. Das ist pure Grundlagenforschung. Wozu es gut ist, wissen wir nicht. Vielleicht passiert gar nichts. Im besten Fall verfügst du hinterher über Superkräfte. Im schlimmsten Fall über Tumore, aber die schneiden wir wieder raus. Im schlimmsten Fall über Tumore. So, ja, wir machen weiter. Ich werde mal versuchen, ob ich alle Türen finde. Vielleicht habe ich schon welche übersehen. Weil dafür gibt es auch nochmal einen Erfolg und mal gucken. Aber wir machen jetzt weiter. Welchen habe ich hinten gesetzt? Den blauen? Okay, dann springen wir hier runter. Und, ups, Portal gesetzt und Flug! Ich finde diese Flugsequenzen immer geil. Vor allem, wenn sie richtig schön lang sind. Also,
Ah, da oben ist ein Fahrstuhl, das heißt, wir müssen da wohl hin. Pumpstation Alpha. Okay, auf zur Pumpstation Alpha. Aber erst im nächsten Part. Weil meine Uhr bimmelt gerade. Also, wir sehen uns gleich wieder, Leute. Ich bin euer 301 und verabschiede mich. Tschüss, Sikowski.